Ich habe mir mit meinem Elegoo Neptun 3 Max nochmal 10 Kilo PLA von Elegoo mitbestellt und das sage und schreibe für unter 100 US-Dollar. Wir werden uns heute mal anschauen in diesem Video, wie sich das Material drucken lässt, welche Funktionen die Rolle hat und wie sich das Ganze entsprechend auch geschlagen hat. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von makeorama.de. Das ist schon echt eine Hausnummer, 10 Kilo PLA für nicht mal 100 US-Dollar. Ich stelle das mal da runter und schnapp mir mal eine Packung daraus. Und da seht ihr schon, das sieht erstmal nicht spektakulär aus. Ich habe schon mal ein kurzes Video darüber veröffentlicht, wie das Material dann entsprechend den ersten Eindruck bei mir gemacht hat. Und da muss ich sagen, war ich schwer beeindruckt. Ich habe hier so eine Rolle ausgepackt und die sehen erstmal so aus. Das heißt also, es kommt auf ein Cardboard, entsprechend auf einer Cardboard-Spule. Und die hat es echt in sich, denn die hat nicht nur entsprechend alle nötigen Daten, die man benötigt, sondern es ist erstmal Pappkarton, das heißt, man kann es ganz normal in Papiermüll packen. Und dann hat die Spule einige Funktionen, die ich echt begrüße. Nämlich unter anderem erstmal so ein paar große Löcher hier drin, dass man genau sehen kann, wie viel da noch auf der Spule drauf ist. Also die ist jetzt ungefähr halb voll. Und wenn man das Ganze mal hier rumdreht, dann sieht man, hier ist nochmal so eine Maßeinheit, wo ich genau ablesen kann, okay, ich bin jetzt etwas über 500 Gramm. Wahrscheinlich 600 Gramm, die ich noch auf der Spule drauf habe. Und das finde ich echt genial. Das ist was, gerade bei den Cardboard-Spulen, was ich mir wirklich von anderen Herstellern wünschen würde. Also falls da jetzt jemand zuguckt, erstmal so eine große Öffnung und dann natürlich auch so eine Skala, wo man noch sehen kann, wie viel drauf ist, ohne dass man jetzt, okay, ich lege die Spule auf die Waage und gucke entsprechend, wie viel ist die Spule noch im Leergewicht entsprechend noch abzuziehen. Das ist natürlich schon ein Feature, wo ich sagen muss, das ist schon wirklich genial und das wünsche ich mir wirklich von allen Herstellern erstmal so, dass das so messbar ist. Das zweite ist, dass die Spule eine Wicklung hat, die wirklich ihresgleichen sucht. Ja, ich versuche es mal so einzublenden, ne? Stellt scharf. Das sieht schon richtig bombastisch aus und ihr seht, das Filament ist hier an der einen Seite locker, aber wirklich viel rumwackeln tut das Material nicht. Das heißt also, es liegt sehr stabil auf der Spule drauf, auch wenn es hier an der Seite nicht ganz so schön aussieht. Aber das spielt erstmal keine Rolle. Knoten habe ich bisher mit der Rolle noch keine gehabt. Und ich habe bis jetzt schon über 100 Stunden ungefähr damit gedruckt. Also auf dem MK4, auf dem Mini und auf dem Neptun 3 Max. Und ich muss sagen, ich bin von der ersten Minute an von den Druckergebnissen erstmal begeistert, sofern denn überhaupt meine Einstellungen für den Drucker soweit stimmen. Ich habe auf dem Mini noch ein paar Probleme, wo ich sage, okay, da muss ich nochmal ein bisschen ans Pit-Tuning ran und nochmal ein bisschen das Linear Advance entsprechend richtig einstellen, damit die Drucke auch wirklich gut aussehen. Momentan habe ich da noch ein bisschen Ghosting und alles drum und dran, wo ich sage, das passt noch nicht perfekt. Auf dem MK4 einwandfrei. Ja, MK4 druckt das Ding wie gedoppt, da passiert gar nichts, da passiert kein Warping, kein gar nichts. Da sehe ich auch kein Ghosting und nichts drin. Und auf dem Elegoo Neptun 3 Max muss ich natürlich nochmal ordentlich leveln. Und ich zeige euch jetzt mal ganz Stück für Stück, was ich denn jetzt alles gedruckt habe, in welcher Reihenfolge ich es gedruckt habe. Und ich habe auch nochmal in diesem Video für euch ein paar neue Creatfinity Bins, die ihr dann unten in der Videobeschreibung finden werdet als Download. Und natürlich erkläre ich euch nochmal, wie ihr denn das Material für unter 10 Dollar pro Spule bestellen könnt. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem allerersten Druck, den ich mit dem Elegoo PLA wirklich gemacht habe. Da habe ich dann den MK4 ausgepackt, habe gedacht, okay, ich brauche eine Rolle Material, habe gerade die Box vom Neptun 3 mit dem Filament nebendran stehen gehabt und habe mir erstmal ein Gehäuse für den Raspberry Pi vom MK4 gedruckt. By the way, der MK4, das Review bin ich gerade am Vorbereiten. Da bin ich noch gerade die letzten Details am Gucken. Da kommt natürlich demnächst auch nochmal ein Review, ein ausführliches dazu. Da gibt es so viel, was ich gerne zeigen möchte. Und das erste ist natürlich, ich habe mir hier ein Raspberry Pi Case gedruckt. Was ich sagen muss, das war, glaube ich, so mit der erste Druck, den ich auf dem MK4 auch wirklich gemacht habe. Das sieht einfach Bombe aus. Die Layer sehen Bombe aus. Da ist kein Warping, kein gar nichts. Gut, okay, es ist ein PLA-Teil, natürlich, ja. Aber selbst bei PLA können größere Teile, die mal richtig schön mächtig werden, entsprechend warpen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich mit den Generic PLA-Settings, also diese Standard- generischen PLA oder PETG-Settings, die man sonst immer im Booster-Slicer für die neuen Drucker hat. Da habe ich mir das PLA-Setting rausgeschnappt. Nicht ein bisschen angepasst, nur einfach nochmal gespeichert, dass ich ein dediziertes Elegoo-Profil habe, was ich dann später anpassen kann. Und der Druck, ich blende euch ein bisschen B-Roll ein, ist wirklich allererste Sahne. Hier oben
muss ich sagen, das habe ich verbrochen, weil ich im Nachhinein hingegangen bin. Ihr wisst es, wenn ihr einen Livestream verfolgt habt, ich wollte hier vom Raspberry Pi den Fanhead entsprechend mal gucken, ob das dann passt, wenn ich hier die Beinchen abknipse. Kleiner Teaser, nein, passt nicht. Deswegen muss ich an das Modell nochmal ran und muss das hier nochmal ein bisschen kürzen, damit auch der Raspberry Pi mit dem Fanhead, mit dem Argon Fanhead hier reinpasst. Aber ansonsten ist das Teil echt, naja, flawless, also ohne irgendwelche Mängel, die ich jetzt großartig sehen könnte, direkt out of the box. Ich habe den MK4 nicht gelevelt, kein gar nichts, sondern einfach nur draufgepackt und das Druckergebnis ist schon wirklich Hammer. Dann habe ich erwähnt, dass ich einige von diesen Containern gedruckt habe und das sind Container, die habe ich jetzt auch schon im letzten Video vorgestellt mit den Parametern und auch mit dem Octoprint Clipper Verbindungsvideo, habe ich das auch schon mal, glaube ich, kurz gezeigt. Die habe ich gedruckt, damit ich endlich mal mein Kleingeld sortiert bekomme. Und das da war natürlich eine Fehlkonstruktion. Da habe ich die falschen Durchmesser entsprechend gehabt, beziehungsweise die waren noch ein bisschen zu eng. Und dann habe ich die ganzen nochmal neu gedruckt, jetzt für 50 Cent, Euro Cent. Und das sieht schon wirklich gut aus, wenn ich aber auch sagen muss, okay, da sieht man auch so ein bisschen Ghosting. Hier auf der Seite sieht man es besser, ein bisschen Ghosting dadurch, dass hier entsprechend die Kohle drin ist, weil ich den Drucker vom Profil her nicht richtig eingestellt habe. Das heißt also, ich habe den MK4, habe ich auch von 0,4 auf 0,6 mm Nozzle umgerüstet und seitdem habe ich die Probleme und die habe ich bis jetzt noch nicht wirklich benannt oder noch nicht wirklich angegangen. Da muss ich nochmal mit Linear Advance dran, da bin ich gerade dran, da wird es auch nochmal ein Video zu geben. Wer das nicht verpassen will, Kanal abonnieren und natürlich muss ich nochmal ein bisschen das Pit-Tuning nochmal angehen, damit das Ganze auch wirklich am Schluss perfekt passt. Aber ansonsten sehen die Container, ich habe jetzt hier nochmal für 5 Franken, dann hier nochmal für 1 Euro. Für 1 Franken habe ich unten stehen und sowas in Richtung. Einfach, dass wenn ich nach Hause komme und das ganze Kleingeld habe, dass ich das dann so schön sortieren kann und das nicht irgendwie so, naja, in eine große Sparbüchse packe. Vielleicht noch eine für Euro und eine für Franken, sondern dass das schön sortiert ist und ich dann irgendwann, wenn ich es möchte, damit zur Bank laufen kann und das Ganze aufs Konto einzahlen lassen kann. Das sind diese Bins, die ich damit gedruckt habe. Da blende ich euch auch nochmal ein bisschen B-Roll ein. Bitte verzeiht mir, wie gesagt, dass das Profil nicht hundertprozentig perfekt eingestellt ist. Das ist aber eher mein Fehler statt die des Filaments. Also das Filament hat bis jetzt eigentlich wirklich einwandfrei gedruckt. Ich habe keine Probleme damit gehabt, außer als ich einmal vorher ABS gedruckt habe und dann natürlich auf dem Mini dann das PLA reingepackt habe, da hat er dann mal so am gewissen Punkt angefangen zu zicken, hat ein paar Extrusionsprobleme gehabt. Aber das ist auch vollkommen normal, denn es kann bei ABS, wenn man das vorher drin hatte, durchaus passieren, dass da noch ein paar Reste im Hotend vorne drin sind und dass die dann sich mit der Zeit absetzen und dann das Hotend ein bisschen verstopfen. Das war aber kein Problem, ich habe den Druck abgebrochen, neu gestartet und es lief seitdem. Dann habe ich den Elegoo Neptune 3 Max ausgepackt und das ist wirklich ein riesen Klopper. Da habe ich erst einmal so, machen wir mal ein kleines Mini-Review, habe ich erst einmal so ein bisschen gestaunt, das habt ihr bestimmt im Livestream auch mitbekommen, dass das X-Carriage quasi verbogen war. Das heißt also, die Rollen haben nicht aufeinander gepasst. Keine Ahnung, wie das kommt. Ich habe es auf jeden Fall gerade gebogen, habe das Hotend wieder montiert und die X-Carriage montiert und habe den Drucker dann erstmal grob gelevelt und siehe da, schon druckt er. Er ist noch nicht perfekt gelevelt, muss ich einfach sagen. Und alles, was ich gerade gedruckt habe, ist mit einem nicht perfekt gelevelten Drucker passiert und dementsprechend ist die Druckqualität auch nicht so perfekt, wie sie, glaube ich, sein könnte. Das hier ist zum Beispiel mal ein Gridfinity Base, eine Gridfinity Base, die ich jetzt gedruckt habe für meinen Werkstattwagen da hinten. Ich habe nochmal hier eine größere gedruckt und wenn man sich das genauer anschaut im B-Roll, dann werdet ihr sehen, dass hier natürlich auch immer wieder, mal ich habe es versucht hier ein bisschen mit der, naja, mit dem Entgrater so ein bisschen wegzubekommen, aber dass hier natürlich das Ganze ein bisschen zu nah an der Druckplatte dran war, das hat man auch gehört, dass die Nozzle so ein bisschen schön drüber gerotzt ist. Nichtsdestotrotz, der Druck ist was geworden und es ist ein Funktionsteil, deswegen war mir die Optik jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich werde den Drucker auf jeden Fall die Tage nochmal leveln, wenn ich die Zeit dazu bekomme, bevor ich den nächsten Druck natürlich anschmeiße. Für den Neptune 3 Max muss ich sagen, ist ein genialer Drucker bis jetzt. Also ist super einfach eingerichtet. Was mir halt natürlich ein bisschen fehlt, ist Clipper. Ja, das werden wir nochmal einrichten. Da wird es nochmal einen Livestream dazu geben. Wer den nicht verpassen möchte, der muss natürlich entsprechend den Kanal abonnieren. Und zum anderen gibt es so ein paar Kleinigkeiten. Das Ding ist ultra laut. Also wenn ich den Teil, wenn ich das Teil anschmeiße, brauche ich hier kein Video drehen. Dann ist hier wirklich Land unter. Und ansonsten ist der aber relativ pflegeleicht. Ja, das Druckbett ist gigantisch, ja, gigantomanisch. Ich habe da drauf
einen Testdruck gemacht für die Vertical Farm, die auch demnächst entsprechend jetzt kommt, wo ich jetzt die ersten Videos wieder damit drehe, dass wir dann entsprechend auch mal das Ding fertig kriegen. Deswegen habe ich auf den Neptun 3 Max gewartet, dass ich dort die großen Teile mal in einem Stück drucken kann. Dann kann ich nämlich den MK4, den MK3, den Mini und den Voron entsprechend für andere Projekte auslasten. Und da muss ich sagen, war ich auch begeistert, wie schnell das Ganze fertig war. Ja, ich habe jetzt nochmal eine 0,6 und 0,8 mm Nozzle bestellt, einfach damit wir die größeren Drucke gerade für die Vertical Farm später richtig schnell drucken können, damit man dort entsprechend dann auch ordentliche Ergebnisse rauskriegt. Und ansonsten muss ich sagen, die Ergebnisse, die ich bis jetzt aus dem Neptun 3 rausbekommen habe, die oberen Schichten, klar, die untere Schicht zähle ich jetzt einfach mal nicht, weil die zu dicht am Druckbett dran gelevelt war, da muss ich nochmal ran. Man wird aber auch recht gut geführt durch den ganzen Guide. Es ist nur ein bisschen frickelig, weil es ist halt ein riesengroßes Bett und wenn man dann die 6 Stellschrauben an der Seite dreht, dann ist da mit Sicherheit am Schluss nochmal ein bisschen was verzogen. Man müsste eigentlich nochmal gerade alles überprüfen. Da ist der Guide so ein bisschen, wie man das ganze Bett leveln könnte. Also dieser Leveling Wizard, wie sie ihn da nennen, schon ein bisschen, kurz angebunden, dass man dort reingeht, einmal die 6 Punkte abfährt und dann ist alles in Ordnung. Nee, ist es nicht. Man muss da natürlich noch mal ein bisschen gucken und prüfen. Hat sich denn jetzt nicht durch den letzten Punkt hinten da vorne irgendwo was verzogen? Das vermisse ich so ein bisschen. Da hoffe ich, dass man das irgendwie noch mal ein bisschen nachrüsten kann. Ansonsten ist das ein guter Drucker bis jetzt, muss ich sagen. Ich bin echt begeistert davon. Und dann habe ich noch mal auf dem MK4 für das PLA mit dem PLA nochmal ein paar Bins gedruckt, nämlich solche Dinger hier. Die Links dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Habe ich auf Printables gefunden, finde ich eine super geniale Kombination, weil von den Zangen habe ich durch die Prusas allein schon mal mehrere, also durch die hier, ja, von denen hier auch natürlich. Und ich werde mir jetzt nochmal eine Version basteln, wo ich quasi diese Zange nochmal hier rüber auf die Seite legen werde, dass man quasi das hier doppelt hat, also die Seite hier doppelt hat. Und muss ich sagen, ist ein geniales Design. Wie gesagt, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und das Ganze sieht auch echt wie aus dem Ei geleckt aus. Das ist ein großer PLA-Druck. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass das Ganze vielleicht warpen könnte. Aber tut's nicht. Es liegt wirklich bombenflach auf dem Druckbett. Und wenn das Ganze auf dem MK4 geworbt hat, muss ich sagen, dann war es meine Schuld, weil ich dann, nach ein, zwei Tagen Drucken mit meinen fettigen Fingern auf die Oberfläche gekommen bin, auf die Druckoberfläche und das dann nicht mit Isopropanol nochmal abgewischt hat. Von daher, die Druckergebnisse sind echt gut. Das Material ist erstaunlicherweise, ihr wisst, ich bin normalerweise kein Freund von China-PLA, was günstig ist, aber das, muss ich sagen, hat mich echt überzeugt. Das war ein Schuss ins Graue. Ein Schuss ins Blaue, weil ich einfach gedacht habe, okay, komm, du hast gerade den Elego Neptun 3 Max bestellt, bestell dir nochmal gerade da diese 10 Kilo mit dazu. Ist nicht so viel, also für das Geld würde ich normalerweise deutlich weniger PLA bekommen und ich könnte es gerade gebrauchen für die Vertical Farm. Und ich muss sagen, es war eine gute Entscheidung, denn das Material ist echt gut. Hier habe ich nochmal einen, Astromech-Kopf von Gambody, den Link packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Eigentlich ist das R2D2, aber ich sage jetzt Astromech, weil der wird am Schluss auch schwarz-gold werden. Und das ist an sich auch recht gut rausgekommen, bis auf die Tatsache, dass jetzt halt die ganzen Fragmente, die hier auf der Oberfläche zu sehen sind, dadurch herrühren, dass halt der Drucker so stark am Druckbett gelevelt war, dass das Ganze halt dann irgendwann dazu geführt hat, dass die Düse oben schön immer über den Support drüber gegangen ist, immer ein bisschen gesprungen ist. Das heißt also, da war meine Wenigkeit auch mal wieder schuld, dass das Ganze nicht ordentlich gelevelt war. Aber ansonsten ist der Druck wirklich gut rausgekommen. Hat jetzt halt ein bisschen mit der kleinen Düse, mit der 04er Düse, ein bisschen lange gedauert. Insgesamt, glaube ich, 14 Stunden. Ist also auch nicht ganz gut. Und ich muss mir wirklich einen Ort überlegen, wo ich den Neptun 3 Max hinstelle, weil das Ding ist halt ultra laut. Wie gesagt, der MK4, der Mini und der Voron und alle Drucker, wenn die gleichzeitig laufen wie jetzt gerade, dann hört ihr hier beim Videodreh gar nichts. Aber wenn ich das Ganze jetzt halt entsprechend mit dem Neptun 3 versuchen würde, dann würdet ihr mich wahrscheinlich gar nicht verstehen, weil der Lüfter einfach so laut ist. Das ist, glaube ich, ein Elego-typisches Problem. Das haben wir ja auch bei den Resin-Druckern, die da drüben stehen. Und da muss ich sagen, das Material ist geil. Das Material ist geil, gefällt mir, werde ich bestimmt nochmal bestellen. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema bestellen. Wo kriegt ihr das Material denn her? Wenn ihr jetzt auf der Webseite von Elego guckt, dann seht ihr, dass das Material normalerweise deutlich teurer ist und da nichts mit unter 10 Dollar pro Rolle ist. Nun, ihr müsst dort natürlich auf den Menüpunkt Aktionen gehen und dort natürlich auf diese Bulk
Produkte gehen. Das sind dann zusammengeschnürte Pakete. Da gibt es dann welche, da sind alle möglichen Farben von dem Filament dabei. Also weiß, blau, schwarz, rot, hast du nicht gesehen. Dann kriegt ihr da so ein Paket und ihr kriegt natürlich auch diese 10 Kilo Pakete, wie ich jetzt hier. Und dann kostet dieses 10 Kilo Paket $99,99 plus natürlich Versand. Oder ihr sagt, okay, ich bin so ungeduldig, ich möchte das direkt haben. Oder wenn ihr Glück habt, wenn ihr einen Drucker bestellt habt, dann wird das mit dem Drucker zusammengeliefert. Aber wenn ihr es direkt haben wollt, kostet es, glaube ich, 119. Das heißt also 11,90 € pro Rolle ist auch nicht wirklich die Welt, glaube ich, in der Richtung. Ich blende euch den Preis nochmal ein und den Link nochmal ein. Es ist nicht wirklich die Welt und das, was man an Qualität momentan dafür geboten bekommt, ist wirklich gut. Ich hoffe nur, dass Elegoo in Zukunft das Ganze auch vom Preis sehr stabil hält. Man hat natürlich auch beim Resin gesehen, vorher war das ABS-like Resin in der Version 1 deutlich günstiger als das Version 2, was momentan nur noch verfügbar ist. Das ist mittlerweile fast doppelt so teuer wie das Version 1 und ich hoffe nur, dass Elegoo jetzt nicht erst die Leute anfixt und dann sagt, okay, pass mal auf, wir haben jetzt hier die Version 2 von dem PLA und das kostet jetzt auf einmal 20 € pro Rolle. Das hoffe ich nicht, dass es passiert. Ich glaube auch nicht, dass es passiert, weil bei PLA kann man das schwerer durchsetzen als bei Resin. Aber die Befürchtung ist halt da. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Schafft euch einen Vorrat an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich meine 10 Rollen erstmal habe. Und ich werde mir definitiv noch welche weiter bestellen. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Da kriegt ihr dann noch öfters Kurzvideos über solche Sachen zu sehen. Und ich möchte mich am Schluss natürlich nochmal bei meinen Patreonen bedanken, die mir helfen, solche Videos zu produzieren. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.